Eine Feuershow ist ziemlich schwierig zu filmen, aber mit den Tipps aus diesem Video wird es dir einfach sein, Shots wie diese zu bekommen. Das größte Problem, was Leute beim Filmen mit Feuer haben, ist folgendes. Sie denken, oh ja, ich habe Feuer und damit bringe ich ja das Licht schon mit. Ja, das stimmt, aber Feuer erzeugt selber Licht. Dadurch ist Feuer mehr wie, als würdest du gegen das Licht filmen. Guck dir diese Flamme an. Das Feuer hier ist komplett ausgebrannt. Ich habe keine Struktur mehr, es ist nur eine weiße Silhouette und ich kann auch in der Postproduktion damit nicht viel anfangen. Der Grund dafür ist, dass die meisten Kameras nicht die Dynamic Range haben, die das Auge hat. Dynamic Range, kurz gesagt, ist die Fähigkeit, möglichst helle und möglichst dunkle Informationen aufzunehmen, bevor es komplett schwarz oder komplett weiß ist. Und je mehr Stops auf Dynamic Range eine Kamera hat, umso besser, umso mehr Details, umso mehr Abstufungen kann sie aufnehmen. Um die volle Dynamic Range deiner Kamera auszunutzen, solltest du in einem sogenannten Log-Profil filmen. Das heißt, es ist ein Profil, das desaturiert und ohne Kontrast ist. Dadurch hast du die Möglichkeit, mehr Informationen in den Highlights und in den Schatten aufzunehmen. Du hast entweder die Möglichkeit, für deinen Künstler zu beleuchten, so dass er gut zu sehen ist, oder für das Feuer. Wie das aussieht, zeige ich dir jetzt. So, jetzt sieht man mich fast nicht mehr. Dafür behält das Feuer all seine Struktur und ist nicht ausgebrannt. Aber es gibt noch einen Trick. Und der Trick ist folgender. Verdoppel dein Lichtbudget und leuchte deine Künstler aus. Du beleuchtest einfach so, dass das Feuer noch Struktur hat und bringst dann so viel Licht ein, dass der Künstler hell wird. Einfach mehr Licht hinzufügen und schon sieht man mich auch wieder mehr. Und das haben wir auch in unserem letzten Feuershow-Video gemacht. Wir hatten für das letzte Videoshooting 8 LED-Strahler und 2 Softboxen. Das sollte dir quasi einen Rahmen geben, was du ungefähr brauchst. Obwohl ich denke, man schafft es auch mit 2 bis 3 LED-Panels, wenn sie stark sind. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn du keine Lichter hinzufügen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf einem Live-Event bist und keine Lichter hast oder keine Lichter aufsetzen darfst, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du Licht hinzufügst, dann wirkt das Feuer gar nicht so dramatisch oder schön für das menschliche Auge. Und da ist die beste Variante, einfach für den Künstler zu exposen. Das heißt, scheiß drauf, ob die Flamme ausgebrannt ist. Aber wenn du einen Shoot planst, zum Beispiel für ein Musikvideo oder für dein eigenes Feuershow-Video, dann bitte nimm genug Licht mit. Es gibt allerdings Situationen, in denen du kein Licht brauchst. Und das ist allerdings nur dann, wenn du richtig viel Feuer im Bild hast. Diese Shots solltest du vorher auf jeden Fall planen und deine Einstellungen gegebenenfalls überprüfen. Ansonsten heißt es immer, viel Licht mit reingeben. Kurz noch eine Sache zur Framerate. Deine Kamera sollte mindestens 50 bis 60 Frames die Sekunde rausballern. Mehr Frames ist auf jeden Fall besser. Diese Aufnahme hier ist zum Beispiel mit der GH4 entstanden. Das ist eine Kamera, die 100 Frames pro Sekunde machen kann. Aber wo wir gerade bei Kameras sind, die optimale Kamera höchstwahrscheinlich für einen Videoshoot mit Feuer ist die Zcam E2. Das ist eine Kamera, die 4K in bis zu 160 Frames pro Sekunde schießen kann und einen Modus hat, der Wide Dynamic Range hat, mit der du eine massive Dynamic Range hast. Ein letztes Thema, was ziemlich wichtig ist dabei, ist die richtige White Balance. Weil ohne die richtige White Balance hebt sich dein Feuer gar nicht so sehr von deiner Umgebung ab. Die beste White Balance dafür ist tatsächlich die Tageslicht White Balance. Du solltest den Weißabgleich natürlich auch locken, sonst passiert sowas hier. Schwupps, hast du auf einmal Grün in deinen Flammen, was du nicht haben willst. Falls du keine Ahnung hast, wie du deine Belichtung an deiner Kamera einstellst, dann habe ich dir da oben mal ein Video hinterlassen, was du dir gerne als nächstes angucken kannst,
da habe ich es dir gerne erklärt. Wenn du coole Feuereffekte sehen willst, dann klick da unten. Hau rein. Ciao. Oho, hört ihr das Froschkonzert? Voll cool, oder? Schau nur, hier haben sich noch Enten hervorgehört. Wie cool.